Moin Moin und herzlich willkommen hier bei Supermarkt Simulator. Ja, noch ist zu. Ich habe auch noch nichts vorbereitet in dem Sinne. Ja, das machen wir dann gleich zusammen, aber ich möchte heute ganz einfach mal was komplett anderes probieren. Mir geht es darum, wir brauchen ja Geld. Das muss ja mal größer werden. Zu der Tür sage ich dann gleich was, da brauchen wir auch Geld für. So, und wir haben ja bis jetzt bloß die Regale und das da. Ist nicht so viel, ne? So, erstmal zu der Tür. Das ist durch den Patch gekommen. Damit kommt man ins Lager, wenn man denn das Lager schon freigeschalten hätte. Dann wäre die Tür auf. Und jeder, der ein bisschen, naja, ich sag mal, dreidimensionale Orientierung und so weiter hat, weiß, dass das bisschen Raum nicht bis zur Tür reicht und man sieht auch die Tür nicht. Man muss, ich glaube, 3 Erweiterungen kaufen für das Lager. Ich meine, der Vorteil ist, das Lager kostet nur noch 800, dann 1000, dann 1200, also es sind am Ende doch 2000, die man für das Lager ausgeben muss, damit man überhaupt in die Tür kommt oder an die Tür. Ja, das haben wir aber derzeit nicht. Also brauchen wir Geld. So, wir haben zum Glück, muss ich sagen, nicht so viele Produkte. Dementsprechend müssen wir auch nicht ganz so viel kaufen. Also, ich bin ja nicht der Einzige, der das Spiel spielt und auf Videos macht. Das machen ja mehrere und viele haben in der Verwaltung, glaube ich, genau, Lizenzen. Wir haben dann gleich Erdnussbutter und Orangensaft und Kuchen und Bleichmittel und das schnellstmöglich gekauft. Haben tausende Produkte und haben richtig mitzukämpfen, alle Produkte immer zu haben. Das habe ich eigentlich nicht vor. Ich möchte ganz einfach mal einen anderen Weg gehen. Möchte vor allem wissen, was da im Regal hätte sein müssen. Sag mal her. Irgendwas haben wir da, ne? Mehl ist Öl? Nö. Puderzucker und Öl bestimmt. Ehe ich das jetzt vergesse, kaufe ich die schnell mal. Also ich finde es ja schon mal schön, dass ich was vorbereitet habe. Beim letzten Mal, in der letzten Folge und das nicht mal mehr wusste. Ja gut, dann brauchen wir es ja bloß kaufen. Mir geht es am Ende darum, dass wir mit den Artikeln, die wir jetzt haben, in aller Ruhe richtig Geld verdienen können. So, wir haben hier schwarzer Kaffee ist gestiegen, das ist gut. Eier und Käse sind runtergegangen, das passt mal gleich mal an. Sonst vergesse ich es. Ja komm, da kommen wir auf 10,75 gehen. Käse waren es, ne? Ich werde alt. Gut, kann man so lassen. Ja, kann man auch so lassen. Gut, dann räumen wir erstmal ein. Und da ist ganz einfach die Sache, also was ich mir überlegt habe, wir suchen ein Produkt aus, was wir in Massen haben. Ganz einfach, ich sag jetzt mal, wenn Schokipi jetzt deutsche Sprache und so weiter relativ viel Geld bringt, dann haben wir das in Massen. Theoretisch kaufen die das dann auch. Ich hoffe auch in Massen. So, ansonsten unsere Produkte, die wir so haben, lassen wir natürlich auch im Regal. Und guten Tag, junge Dame. Nein, ich drücke jetzt nicht näher. Das war in den 90er Jahren ein sogenanntes Arschgeweih. Damit wäre die Geschichtsstunde jetzt auch beendet. So, den Kram noch da rein. Genau. Also ist so mein Gedanke, dass man ein Produkt hat, wo man sagt,
Das hat man relativ viel und holt da auch ordentlich Geld raus. Ich meine, Kaffee beispielsweise kaufen die ohne Ende. Na, welche Taste? Nee. Genau. Ich stelle es gleich mal dahin. Kommst du her? Ach, mit C kann ich das so machen. Das natürlich vorteilhaft. So. Ich weiß, beispielsweise Kaffee haben die ohne Ende gekauft. Und da haben wir auch, naja, zumindest einen Profit von 4 Dollar. Wir könnten jetzt dementsprechend auch sagen, reicht das vom Platz her? Ja. Pi mal Daumen, sollte es passen. Möbel. Wir kaufen ein Regal. In dem Regal sind vier und also müssen wir 8 kaufen, damit das Regal komplett voll ist. Und Mana 1 zur Sicherheit. Zack, das Geld fast komplett alle. Also das ist zumindest ein Ansatz, den habe ich bis jetzt noch bei keinem gesehen. Dass man wirklich sagt, okay, ein Produkt ist unser Bestseller in dem Sinne. Oder ist aus, wie heißt es schön? Unser Money Cow oder so ähnlich. Ich meine, da können wir auch mit dem Preis noch minimieren, obwohl nö. Wir können das mal probieren, wie es läuft. Also es kann nur schief gehen, ne? Und ich habe das Geld umsonst ausgegeben. Pff, dann ist das so. Respekt. Flup, 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 flup. Genau, weil ich ja sagte, es gibt jetzt das Lager da. Es gibt auch Lagerregale. Übrigens, wenn man ein Lagerregal hinschreibt, kann man es von vorn bis wie von hinten lesen. Nur mal so nebenbei. Das ist wie Anna. Das sind total sinnlose Informationen am ich sag mal so am Morgen. Total unnütz, aber jetzt passt das. Otto, Anna, Lagerregal ist von vorne wie von hinten dasselbe. Ist aber gut. Wir machen mal die Bude auf. Achso, ja, der Vorteil, warum ich denke, dass das Sinn macht, ist, viele haben mit vielen Artikeln dann gemerkt, verdammt, ich brauche einen zweiten Verkäufer. Oder Kassierer in dem Fall, um genau zu sein. Dann dachte die junge Dame, Chokipi ist ja eigentlich schon süß genug. Aber hey, sie können es vertragen. Ja. Genau, also viele haben einen zweiten Kassierer genommen. Der ist inzwischen auch schneller als am Anfang. Mag alles sein, kostet aber alles Geld. Warum habe ich denn keinen Käse gekauft? Na, und 71 Cent zurück, na, aber das bekommen wir hin. Ich hätte vielleicht doch mal einen Käse kaufen sollen, ne? Oh, das ist doch mal eine wunderschöne. Ja, Kaffeewand. So. Ja, ich musste nur mal ganz kurz unseren Kaffee. Warum kaufen Sie keinen? Wir haben so viel Kaffee im Angebot. Es wird noch ein bisschen hoch sein. Noch mehr Karte.
22 Szenen, die Dame. Zack, nächste bitte. Wir passen den Kaffeepreis ein Stück an. Er liegt der. Kaffee dazu, wir müssen Käse bestellen. Ich hätte das vielleicht vorher gucken sollen. So, sie warten jetzt. Sie haben Kaffee gekauft. Hätten sie mal gewartet. Ich mache den Kaffee gleich vielleicht ein bisschen billiger. Finden. Dum, 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 dum. Und hier kommt die Kassiermaschine. Wiegt zweimal Schokipi. Preiswerte unbedingt. Klar hält das dann. Was wollte er? Käse. Da hätten sie mal noch ein bisschen im Laden bleiben müssen. Wir haben Käse. So wie es aussieht, hatten wir Käse. Ich bräuchte mal ganz kurz Zeit, um ein Stück nachzulegen. Denn es kommt ja dann die Nachtschicht nach, hätte ich beinahe gesagt. Das ist ja mehr oder minder zweimal. Oder zwei Sprünge an Leuten. Ja, ja. Der Vorteil ist, wenn die da an der Kasse stehen, die hauen nicht ab. Wie sieht das aus? Kaffee, ja, den wollten wir billiger machen, ne? Den machen wir mal auf Marktpreis, 10,40. Uiuiuiuiuiui, was wollt ihr jetzt alles hier? Ich hab nicht mal Licht angemacht. Zack, zweimal Kaffee, naja. Schön wäre es, wenn jetzt irgendjemand mitgerechnet hätte, ob ich überhaupt Gewinn gemacht habe heute oder ob richtig Geld verdient habe. Ja. 99, passt. Warte mal, wir machen mal kurz die Funzel an. Dann sehen die da nichts, was wir für einen schönen Kaffee haben. Da ist irgendwas alle. Mit Karte, ne? 31,20. Siehst du? Dann kaufen sie Kaffee. Nicht in den Mengen, wie ich es mir erhoffe, aber da fehlen Nudeln. Also ich weiß, Nudeln war auch ein gut laufender Artikel. Wie?
Oh, 50 Cent, na, das kriegt man hin. Ich glaube, Kaffee war das nicht. Ihr habt heute schon Kaffee. Dem zu viel rausgegeben, ne? Das natürlich ungünstig. Gut, also Kaffee ist definitiv nicht der Artikel, der uns reich macht. Jetzt haben wir aber so viel. Was war's, Karte? Gleich mit zu viel bezahlen. Ne? Ach, guck mal, da ist ein bisschen Kaffee weggegangen. Kann natürlich jetzt auch an dem Tag liegen, das keine Ahnung. Aber das ist so meine Vermutung. Fruchtete heute nicht so. 1,50 zurück. Das ist mal ein guter Einkauf. Kaffee in Milch. Ich meine, gut, normalerweise Kaffee trinkt man schwarz. Immerhin, ne? So, wir machen schon mal die Funzel aus. Kostet ja Geld. Haben das fast aus. Wir machen die Funzel wieder an. Machen wir den Laden dicht. Funzel an. Und merke, Kaffee ist nicht der Renner. Die Pakete sind noch zu. Und ich habe jetzt falsche Pakete. Na ja, gut. Dann müssen wir das erstmal so im Regal lassen. So, was brauchen wir? Puderzucker, weiß ich. Dreimal Nudeln. Da ist es. Tukipi. Na, das war wieder haarscharf. Man sieht es ja hier, ne? Ich habe nur die Artikel. Muss also nicht 25.773 Artikel im Blick haben. Käse, Wasser. Käse, Wasser. Und Eier und Milch machen wir dann am nächsten Tag. So, schauen wir erstmal, was es heute gab. Zwei Produkte nicht gefunden, ist normal. Ist nicht so viel. Ja, die Eier. Das Mehl und Käse ist dann runtergegangen. Da müssen wir mal schauen. Ja, lass mal so. Mehl. Mehl haben wir gerade nicht. Also klar, habe ich jetzt 200 Dollar ausgegeben. Mehl dabei? Ne, du bist Käse. Bist du Mehl? Ne, du bist Schokipi. Ist Penne. Penne ist zumindest eine Art
Erst, dass es Nudel ist, Susu. Na, zack, was haben wir hier? Schokipi. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, mit dem Lager macht natürlich Sinn, weil immer die Kartons hier irgendwo stapeln. Es sieht nicht schön aus. Aber hey. Geht halt nicht anders derzeit. Was haben wir hier? Wasser. Habe ich kein Mehl bestellt? Doch, hä? Und nochmal Wasser, ja. Schön, dass man ganz wenig sie übereinander stellen. Du bist Penne, du bist kein Mehl. Nochmal Penne. Hm. Kann das sein, dass ich kein Mehl bestellt habe? Oder ist die letzte Packung hier Mehl? Nee, Öl. Ich hab's mir vergessen. So, Eier, Milch, Mehl. Zumindest wieder einiges an Geld da, ja. Das ist natürlich vor dem Kauf des Regals hier eine ganze Menge mehr gewesen. Aber hey, puf, war ein Versuch wert. Und dann haben wir die Regale zumindest hier gleich wieder gefüllt. Beim Kaffee. Nö, also es ist jetzt nicht so, dass die überhaupt keinen Kaffee gekauft haben. Hätte ich die Chance gehabt, ich hätte mehr gekauft. So, machen wir da die Eier rein. Und die Eier sind, glaube ich, im Preis gestiegen. Preis. Ist richtig gestiegen? Nicht. Käse. Jupp. Was war das denn noch? Hatte ich schon gesagt, dass ich alt werde? Irgendwas ist da gestiegen. Wow. Eier. Käse ist runtergegangen und noch irgendwas. Ja, Mehl, was wir ja noch nicht im Regal haben. Da. Produkte müssen gleich sein. Ach, echt. So, zack. Naja, gut, das ist natürlich... Na komm, wir sind mal so nett. Machen wir zwar nicht viel Geld damit, aber du machst das mal auf und können den nächsten Tag schon mal starten zur Milch. Mein Anfangs kommen die ja immer nicht, ne? Also da hat man noch Ruhe. Mehl kommt auch gleich dahinter. Suchen sich genug aus. Wir haben so viel da. Ne? Die Taste wär's. Gucken Sie mal, wir haben so schönen Kaffee.
Also die Nudeln und das Mehl sind ja eigentlich was, was immer gut läuft, aber übrigens, Schokipi hat eigentlich genug Zucker. Perfekt. Sehen Sie. Hat sich doch gelohnt, dass Sie etwas länger geblieben sind. Oh. So, 91 Cent. Genau, von denen einen und dann ist das gut. Doch, ein bisschen Kaffee verkauft dich, ne? Also kann man jetzt nicht meckern. Ich habe ja immer noch die Hoffnung, beispielsweise der Tee verkauft sich so gut wie gar nicht. Dachte die Dame. Dass das immer mit so großen Scheinen bezahlt werden muss. Nee, sehen Sie, mit Karte geht viel besser. Einmal Kaffee. Wackeln Sie doch nicht so. Zack. Oha. Das ist mal ein guter Einkauf. Sagen Sie mir jetzt bloß die Zahlen mit Karte. Na, das sieht so ein paar. Halt ungern, dass die Kassen sind voll. Ja, Entschuldigung. Hier mit Bargeld immer bezahlt wird. Bitte. Ganzen Käse und jetzt mit 100, oder? Nein, nicht ganz. Wieder ein Einkauf und kein Kaffee dabei. Die Rösterei freut sich nicht, mein Herr. So. Nö, also für mich sieht das so ein bisschen aus, als wenn Kaffee so ein bisschen flop ist. Kann ich nicht verstehen. Das passt eigentlich nicht in mein Weltbild. Kaffee ist doch eigentlich Grundnahrungsmittel Nummer 1. Nummer 1, genau. So, warten Sie mal, ich muss mal gucken. Wir haben da überall was. Mal Käse nachbestellen. Bin gleich da, bei Ihnen, sozusagen, irgendwie. Weil sonst meckert hier irgendjemand rum, wir haben keinen Käse mehr. Das geht ja nun mal gar nicht. So, Funzel an und dann geht das los. Milch, wow. Na gut, ganz schnell mal. Bis
bisschen mehr zusuchfehlt. Hihi. Ehe hier jemand meckert, muss ich ganz schnell Susu, wenn ich es denn da hätte. Ich habe kein Susu mehr. Ja, die Kassen sind voll, das ist mir klar. Das Schöne ist, sie jammert zwar bloß rum, aber... mehr auch nicht. Zack, so. Zumindest haben wir jetzt wieder so viel Geld wie vorher. Ist inzwischen schon mal gut Geld? Ja, irgendwas hat er nicht gefunden. Wo? Ist halt so. Extra bitte. Sehen Sie, so geht das. Kaffee. Wir können auch schwarzen Tee dazu nehmen. Aber der Kaffee muss weg. Wir müssen gucken, dass wir irgendwo was finden, was mehr Geld bringt. Ich habe kein Susu mehr. Dieser Kram, also das, was ganz am Anfang zur Verfügung stand, Susu, also Puderzucker, Mehl, sowas lief, läuft immer ganz gut. Hätte ich vielleicht auch mal so probieren sollen. 70, so. Tag, Tag, Tag. Passt doch. Der Herr nochmal. Also gut, wir haben etwas mehr Geld als vorher. Aus meiner Sicht noch nicht genügend mehr, aber ja gut. Denn ich gehe davon aus, dass wir, beziehungsweise ich in dem Fall, das sogar vergessen habe, das letzte Mal Rechnung zu bezahlen, das müssten wir heute also auch noch machen. Ganz schnell, Susu. Ganz schnell. So, das ist schon mal für den nächsten Tag vorbereitet. Verwaltung, Rechnungen. Hm? Miete und Miete. Das, ach, Anpassung kommt bald. Ja, gut. Also wenn ich da beispielsweise jetzt da Vergrößerung machen würde, dann würde ich das immer bloß im Doppelpack machen. So, hier ist jetzt schon mal Licht aus. Passt. Also schauen wir mal, was der Tag gebracht hat. Produkt nicht gefunden. 5, ja. Pff, dann ist das so. 550, gut gemacht, ja. Gut. Der ist die Nacht auch schon rumgeschlichen. Nudeln, Mehl, wurde mehr. Mach ich mal gleich, sonst vergesse ich das wieder. Mehl, Mehl, Mehl. Zumindest Kaffee, naja, es wurde was verkauft. Aber ich sehe es nicht so, dass das jetzt das Produkt war, wo ich sage, wow,
Wurde in Massen gekauft, ne? Also leider Gottes nicht. Na komm, pack mal eine Packung Öl mit rein. Ist schon lustig, dass das machen will. Und der fällt. So, und wie ich gerade sehe, Surprise, Surprise, den Stapel machen wir beim nächsten Mal sozusagen. Also wie gesagt, Kaffee für einen normalen Marktpreis war nicht der absolute Burner. Ihr könnt es ja mal mit Mehl und so weiter probieren. Vielleicht habe ich noch irgendwo einen Karton, womit wir den Kaffee hin und her schieben können und ein bisschen Mehl reinbringen. Das müssen wir beim nächsten Mal einfach schauen. Für heute sage ich erstmal, erstens danke fürs Zusehen, zweitens vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und drittens bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.